Hallo und herzlich willkommen im Wald, leider mit ein paar mehr Störgeräuschen als sonst. Wo ist mein zweiter Handschuh? Es ist dann doch ein bisschen kühl. Und zwar hocke ich hier nämlich in einem ganz besonderen Wald. Wie man sehen kann, ist es primär, so wie es aussieht, ein Laubwald, zumindest von den Stämmchen. Ich weiß immer noch nicht, wo mein zweiter Handschuh ist, die hier so rumstehen. Handschuh, ah da. Aber hier stehen auch noch ein paar Nadelbäume rum und dadurch, dass die hier im Unterstand stehen, wie man unschwer erkennen kann, offenbar Unterstand, kann man sich jetzt fragen, naja, soll das jetzt die nächste Generation der herrschenden Baumart sein, die hier unter Schirm aufwachsen, oder sind es Tannen, die längere Zeit im Unterstand überdauern können, oder, ne? Wer hat aufgepasst? Aber ihr seht es ja sowieso schon im Titel. Ich muss mir das mal abgewöhnen, auch so zu tun, als ob keiner wüsste, worum es geht. Jedenfalls die Eibe. Ja, die Eibe ist diese eine seltene, besondere, mystische, muss man fast schon sagen, als durchaus sehr okkulter Baum der Kelten und verschiedener anderer Naturvölker verwendete Naturvölker. Da kann man sich jetzt kloppen, ob die Kelten Naturvölker, egal. Jedenfalls immer wieder mystifizierte Baumart. Ja? Und das ist kühl. Und normalerweise finden wir im Wald, und das ist, ich sitze hier wirklich direkt im Wald, zwar ein bisschen stadtnah, aber trotzdem so weit drin, dass man definitiv von Wald sprechen kann. Normalerweise findet man im Wald mal noch so eine, ja, wenn man weiß, wo sie steht. Oder auch zwei, wenn man weiß, wo sie stehen. Oder mal auch am Waldrand. Oder irgendwo hat irgendein Schlaumeier mal eine hingepflanzt. Das mag es auch geben. Auch hinter einem Friedhof kann es sein, dass sich, also wenn der mehr oder weniger Waldzugang oder zumindest baumreiches Gebiet Zugang hat, dann kann es auch sein, dass sich vom Friedhof, also von der Friedhofshecke oder von den Friedhofseiben, die man relativ häufig da findet, ausgehend eine auch in die freie Natur verirrt hat und dann da halt mal rumsteht. Ne? Also was ist möglich. Aber was man fast gar nicht mehr findet und was normalerweise bekannt ist und weil es so einen Seltenheitswert hat, ist ein Eibenbestand. Ding, 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 ding. Hier. Und erstaunlicherweise, keinen Schimmer, dass es hier sowas gibt. Ich bin mit einem befreundeten Paar und deren Nachwuchs kinderwagentechnisch schiebenderweise, Evelyn hat Kinderwagen geschoben, hier durchmarschiert vor ein paar Tagen und konnte meinen Augen nicht trauen, als ich gesehen habe, hier gibt es ja einen richtigen Eibenwald. Ja? Der ist nicht besonders alt, es ist eine Eibe-Wiederaufforstungsmaßnahme. Ich glaube nicht, dass das noch von der ursprünglichen Eibenbestockung übrig ist, sondern wirklich hat man sich hier die Mühe gemacht, einen Eibenwald wieder anzulegen. Ja? Und Eibe ist vor allen Dingen deswegen, das wisst ihr wahrscheinlich auch schon, aber ich erzähle es jetzt trotzdem nochmal, so wahnsinnig selten und so wahnsinnig beliebt gewesen früher, weil man aus Eibenholz den einzig wahren und allerbesten und unschlagbaren Langbogen britischer Art fertigen kann. Ja? Der berühmte englische Langbogen, mit dem die Engländer ja dann durchaus Angst und Schrecken armeetechnischer Art und Weise in Europa verbreitet haben. Und der ist gemacht aus Eibe. Ja? Und da alle anderen dann auch solche Langbogen haben wollten, beziehungsweise später auch die Bögen von Armbrüsten, hat man die Eibe, wann immer man sie finden konnte, und die wächst leider scheiße langsam, platt gemacht, um eben entsprechend Waffen zu bauen. Ja? Sie ist also ein frühes Opfer, vielleicht das früheste Opfer artensterbentechnischer Art der Militarisierung Europas. Ja? Und nix ist wohl so gut geeignet. Ja, heutzutage kann man auch aus anderen Hölzern gute Bögen bauen, ja. Und heutzutage ist es, glaube ich, nicht mehr unbedingt notwendig, dass man Eibenholz nimmt. Gehen würde es aber immer noch. Und aus zumindest damaliger Sicht galt Eibenholz als das Nonplusultra, wenn es um den Bogenbau geht.
und deswegen hat man die halt platt gemacht, wo ging. Es ist eine atlantisch geprägte Baumart, atlantisch bis subatlantisch. Man kann auch ozeanisch sagen, aber in Europa sprechen wir gerne von atlantisch, weil der Ozean, den wir haben, ist nun mal der Atlantik. Deshalb ist Atlantik mit ozeanisch immer gleichzusetzen. Wer jetzt damit nichts anfangen kann, man unterscheidet ja grundsätzlich ein maritim, also ozeanisch geprägtes Klima mit geringen Temperaturextremen, weil die Nähe zu einem Ozean immer einen ausgleichenden Effekt hat. Der hat nämlich im Regelfall das ganze Jahr über ungefähr die gleiche Temperatur. Und diese riesigen Wassermasse, dieser riesige Temperaturspeicher, für niedrige Temperaturen im Sommer und für warme Temperaturen im Winter, sorgt einfach für einen großen Ausgleich des Klimas. Und wenn man nah am Wasser ist, das ja ständig vor sich hin verdunstet, dann kriegt man logischerweise auch tendenziell ein paar mehr Wolken ab, tendenziell ein bisschen weniger Regen. Und damit haben wir die wesentlichen Prägungen des ozeanischen Klimas schon. Recht nass, wenig Temperaturextreme, keine saukalten Winter, keine sauheißen Sommer, wenig Dürre, wenig unglaublich lange Schlechtwetterperioden, auch das ist eher selten, von allem gemäßigt. So, die Eibe, die ist nicht hundertprozentig ganz darauf angewiesen, dass wir ein krasses ozeanisches, atlantisches Klima bekommen, sondern sie nimmt auch subozeanisch, also das Ganze mit weniger intensiver Ausprägung, heißt so ein bisschen Frost im Winter, ja, so ein bisschen kalten Winter, das übersteht sie noch. Zug. Bitte warten. Tüdelü. Bitte warten. Tüdelü. Bitte immer noch warten. Tüdelü. Scheiße, langer Zug. Tüdelü. Zug vorbei. Okay. Was wollte ich sagen? Genau, also ein bisschen kalten Winter übersteht sie noch. Bisschen eine Dürre im Sommer übersteht sie noch, ja, auch sehr heiße Temperaturen, ein bisschen übersteht sie noch und all sowas. Aber ich persönlich hatte den Eindruck, es gibt da keine Statistik zu, weil sie ja so selten ist als wildlebende Pflanze, dass man das gar nicht untersuchen kann, aber ich hatte den Eindruck, dass letztes Jahr, vor allem letztes Jahr, die Eiben doch sehr gelitten haben, dass es ihnen einfach zu trocken geworden ist, vor allen Dingen die jungen Eiben, die aufgrund der Tatsache, dass sie halt eben noch jung sind, keine besonders tiefreichende Wurzel haben, das Phänomen hatten wir ja bei ganz vielen Baumarten, und die schienen mir doch teilweise sehr, sehr gelitten zu haben. Ich habe gesehen Chlorosen, ich habe gesehen Nekrosen, ich habe gesehen ohnehin schon komplett tote Exemplare, ja, und das ist sehr schade, weil die ja eben so selten sind. Sie sind grundsätzlich in der Lage, hervorragend Stockausschlag zu betreiben. Ich muss mal den Kamerawinkel ein kleines bisschen ändern, damit man hier noch ein wenig mehr von der Eibe sieht. Das bedeutet, wenn da mal irgendwas abstirbt, und das ist durchaus normal, dass da was abstirbt, dann können sie an der Stelle, wo was abgestorben ist, relativ guten neuen Trieb bilden. Weshalb so eine Eibe fast nie einen zentralen Stamm hat, sondern fast immer, mindestens wenn sie älter wird, mehrere Stämme ausbildet und eine gewisse Mehrstämmigkeit erreicht. Hinten an der Straße steht ein Schild zur Eibe, ist eigentlich ganz gut gemacht, nur leider steht da noch drauf, kann bis zu 3000 Jahre alt werden. Das ist ein Irrglaube, wo man inzwischen der Meinung ist, das kann nicht sein, der dadurch eben entstanden ist, dass man bei alten Eiben oft getäuscht wird hinsichtlich des Umfangs der Eibe, dass die so unglaublich dick geworden ist, dass sie ja eigentlich nur 3000 Jahre alt sein kann oder zumindest fast. Nee, sie hat einfach nur so viele Stockausschläge gemacht, das Innere ihres Stamms ist hohl. Da ist zum Teil gar nicht erst dieser Durchmesser, den das Ding hat, ja, von möglicherweise 3 Metern oder was. Der ist nicht gewachsen im Sinne von alles mal Holz gewesen, sondern durch die ständigen Stockausschläge an der Seite, die dann so eng zueinander wachsen, dass sich damit dann schon wieder ein stammartiges Gebilde bildet, aber das war nie alles Holz. Und man findet bei alten Eiben auch nie noch irgendwelche alten Jahrringe, weil die ersten Stämmchen durch die Mehrstämmigkeit schon relativ schnell verrottet sind. Ja? Das heißt, kann kein Mensch sagen, eine alte Eibe, wie alt ist die eigentlich genau? Das macht die Sache sehr, sehr schwierig und die modernen Schätzungen, wie alt so eine Eibe wird,
600, ja, keinesfalls 3000. 1000 mag ja vielleicht mal in Einzelfällen vorkommen, vielleicht auch 1200, aber 3000, nee. Ja, aber jedenfalls diese Stockausschlagfähigkeit, was sie auch beliebt als Hecke sein lässt, weil wenn du sie abschneidest, dann treibt sie woanders wieder aus und gibt dann nach und nach eine sehr, sehr dichte Hecke. Deswegen ist sie ja super beliebt als Friedhofshecke, als Gartenhecke, als sonst was im Park. Grundsätzlich auch immer gerne im französischen Parks angepflanzt. Sie gehörte zum französischen Gartenbau, der französischen Gartenbaukunst des Absolutismus, weil man sie halt auch in irgendwelche beliebigen krassen Formen schneiden kann. Und all da wurde ihre Stockausschlagfähigkeit sehr zum Nutzen sozusagen. Und als Park und Allee und sonst was Baum, als Hecke hat sie die Zeiten überdauert. Wenn sie diese Eigenschaft nicht gehabt hätte, wäre sie wahrscheinlich sogar auch schon ausgestorben oder zumindest fast ausgestorben. Besonders intensiv nachgestellt wurde der Eibe ja logischerweise in Großbritannien, da wo der englische Langbogen herkommt. Und ich weiß aus meinen Schottland-Touren, gerade auf dem West Highland Way, da gibt es im Loch Lomond ein paar Inseln. So, und auf der zweitgrößten dieser Insel, glaube ich, gibt es noch einen autochthonen Eibenbestand, sprich einen wahrscheinlich noch natürlichen Eibenbestand, den man dann also sozusagen tatsächlich als Urwald bezeichnen kann. Das ist dann nicht ganz falsch, weil auf dieser Insel wahrscheinlich wirklich niemand jemals Holz gemacht hat, jedenfalls nicht im größeren Umfang, weil sonst hätte es sich gelohnt, spätestens im Mittelalter, die Eiben da dann auch umzuhauen und mitzunehmen. Ja, das war denn, vielleicht waren sie zu geizig, die Schotten. Möglicherweise, oder es hat einfach keiner sich die Mühe gemacht, oder es hat keinen interessiert, oder was auch immer, aber jedenfalls sind solche Resteibenbestände, gerade in Schottland, das durchaus mal ein Eiben-dominiertes, Eiben dominiert gar nicht, aber für die Verhältnisse einer Eibe ein eibenreiches Land gewesen ist, ist es wirklich böse, wie wenig da noch übrig geblieben ist. Ja, also ich glaube, es gibt schottlandweit 4 oder 5 kleine Beständchen, die noch vernünftig Eibe haben. Und einer davon ist eben diese Insel. Und fast immer sind es Gründe wie extremer Steilhang, Insel oder sonst irgendwas, die einfach verhindern, dass da jemand hingekommen ist und die Eibe abgehackt hat. Ja. Ja, so viel zur Geschichte der Eibe. Achso, noch ein bisschen mehr Geschichte der Eibe. Noch vor uns, ja, also so vor schätzungsweise 4, 5, 6.000 Jahren. Gut, da waren ja schon Menschen da, aber nicht die, die wir, schon ein bisschen andere als heute. Muss es langsam mal losgegangen sein mit der Ausbreitung der Eibe. Das heißt, die Eibe war wahrscheinlich noch vor der Buche da. Zwar ist Eibe in der Lage, unter Buche relativ lange zu überdauern, aber Zug, bitte warten. Tüdelü, bitte warten. Tüdelü. Das war ein verdammt langer Zug. Aber unter Buche überdauern, nur halt nicht ewig. Man hat schon Überlegungen angestellt, inwieweit unter einem natürlichen Buchenwald eine Eibenunterschicht existieren kann. Und so inzwischen muss man sagen, aufgrund der doch enormen Macht der Buche, alles was nicht Buche ist, niederzuknüppeln, nur kurzfristig. Ja, das bedeutet, eine Eibenunterschicht ist wahrscheinlich dann doch eine natürliche Bestockung von Wäldern, in denen die Buche zumindest nicht mehr so dominant ist, weil sie irgendein Problem kriegt, was die Eibe noch nicht hat. Beispielsweise ein bisschen zu trocken, ein bisschen zu nass, ein bisschen zu wenig Boden, irgendwie sowas. Da ist die Eibe schon noch ein Ticken weniger anspruchsvoll als die Buche. Oder halt eben ein Wald, der tatsächlich noch, zumindest in der Frühzeit der Eibenausbreitung, aus der Eichenmischwaldzeit stammt, weil unter Eiche kein Problem. Und da den allermeisten anderen Halbschattbaumarten auch kein Problem. Was sie gar nicht mag, ist unter Fichte. Da geht sie relativ schnell ein, weil Nadelbaum und Nadelbaum gesellt sich nicht so gern. Mit Ausnahme von Tanne und Fichte, die man ganz gut kombinieren kann, ist das so ein bisschen so ein grundsätzliches Problem, dass verschiedene Nadelbäume zusammenpacken immer schwierig ist. Ne? Die sind grundsätzlich auf Dominanz ausgelegt. Es gibt wenig, zum Beispiel die Eibe, Baumarten, die den Nadelbäumen angehören, die eine Nebenbaumart sind. Ja,
aber das ist ganz charakteristisch. Eine Eibe wird nie einen herrschenden Bestand bilden, das ist gar nicht ihre Strategie. Sie steht gerne unten drunter, sie wartet gerne unten ab und macht das auch wirklich langfristig. Gerade das ist die Besonderheit. Wir haben recht viele Baumarten, die ein Warten im Schatten eine Zeit lang überstehen können, aber bei der Eibe ist das der Normalfall. Ja, nicht ein, ich warte jetzt auf ein Loch und dann wachse ich hoch, wie das die Tanne tut. Die wächst nie hoch. Eiben werden im Höchstfall, und das ist sehr selten, mal 20 Meter. Ja, jeder andere Waldbaum fängt bei 25 Metern an, ungefähr. Ja, also die werden die Krone immer oberhalb der Eibe haben. Und so eine Durchschnittswaldeibe, die hier sind jetzt noch jung, ne? Aber so eine Durchschnittswaldeibe, wenn die mal 10, 12, 15 Meter hat, dann ist sie groß. Im Alter erträgt sie dann auch relativ viel Licht, muss man sagen, erträgt, weil es selten ist, dass schattspezialisierte Arten, wenn sie dann doch eine Freistellung abbekommen, das hinkriegen. Ja? Aber die Eibe wird auch deutlich älter als so eine Buche. Sie wird nicht unbedingt älter als eine Eiche, was egal ist, weil unter Eiche kann sie ja langfristig rumstehen. Und so könnte man also auch vermuten, dass die Eibe doch langfristig auch im Buchenwald überleben können würde, einfach aufgrund der viel höheren Lebenserwartung im Vergleich zu so einem Buchenwald, bei dem die ersten Buchen zusammenbrechen, spätestens mit 200. Spätestens, wohlgemerkt. Und bis dann eine neue Buche das Loch wieder zugemacht hat, hat unsere Eibe diese Zeit mit Sicherheit ausgenutzt und sich ordentlich reproduziert und ordentlich Photosynthese eben entsprechend betrieben. Wächst unglaublich langsam. Ja. Ist vielleicht mit die lahmste Baumart, einheimischer Art, die wir so haben. Dadurch eben auch dieses unglaublich feste, elastische, wunderbare Holz. Im Grunde ein ganz, ganz toller Werkstoff. Ja, da gibt es noch ein paar Nachteile dran. Komme ich hoffentlich noch dazu. Übrigens, ich mache auch noch nachher noch ein paar Aufnahmen, renne noch ein bisschen rum, blende die mal immer wieder zwischendrin ein. Also falls das noch nicht passiert ist, dann wird das jetzt demnächst der Fall sein, dass ich da mal noch ein bisschen was einblende. Eben diese Ökologie als primäre Beimischart ist ganz was Besonderes und das macht auch so keine andere Baumart. Alle anderen, die wir haben, also außer Ilex aquifolium, aber das ist eher ein Strauch. Ja gut, eigentlich auch wieder ein Baum. Gut, also Ilex aquifolium und Eibe, Zug. Bitte warten. Tüdelü. Bitte warten. Tüdelü. Oh. Die bleiben ganz lebenslang unten. So, und wenn man unten ist, dann hat man ein Problem. Weil, was gibt's unten? Da gibt's das Reh und den Hirsch und die Kuh und ein Pferd und ein Schaf und was weiß ich was alles. Und da kann man jetzt schön sehen, am Beispiel Eibe, wer in den Wald gehört und wer nicht. Weil Pferd, Kuh, Schaf, wenn die Eibe fressen, tot. Wenn Reh, Hirsch und so weiter Eibe frisst, das könnte ich jetzt noch eine Weile machen, passiert nichts. So, weil, naja, die wohnen lange im Wald, Eibe wohnt lange im Wald, Eibe ist langsam, Reh und Hirsch nicht, deutlich schnellere Reproduktionszeit, haben sich angepasst. Ehrlich gesagt gibt es wenig Literatur dazu, warum manche Arten Taxin, das Gift der Eibe, scheinbar problemlos wegstecken und andere Arten daran zugrunde gehen. Ich vermute wirklich, dass da ein chemisches Wettrüsten stattgefunden hat, aber es gibt da ganz wenig Literatur zu nochmal, wie man es zum Beispiel aus den Tropen kennt. Ja, da gibt es so bestimmte Käferchen, sage ich jetzt mal, die einen bestimmten giftigen Baum fressen können, weil sie eine Immunität gegen sein Gift entwickelt haben. So, jetzt entwickelt sich dieser Baum weiter, ändert sein Gift ab und plötzlich sterben wieder alle Käferchen, bis auf so ein ganz paar, die rechtzeitig oder per Zufall wieder eine Immunität gegen dem sein Gift entwickelt haben. Die vermehren sich jetzt wieder rasant, dann gibt es wieder jede Menge, die den Baum fressen können, bis der wieder ein neues Gift entwickelt und dann geht das immer so weiter. In den Tropen läuft sowas schnell ab. Bei uns, nur ein 1000-Jahren-Zyklus,
In den Tropen können das ein paar Jahre sein. Ja? Das sind halt so die wesentlichen Unterschiede. Aber ich denke, so ein Prozess könnte es sein, weshalb eben unsere üblichen Waldtiere an der Eibe sehr wohl rumknuspern können. Das ist auch ein Problem und das würde wahrscheinlich mit dafür verantwortlich sein, dass die Wiederausbreitung der Eibe nach ihrer Fastausrottung als Bogenholz so lange gedauert hat, beziehungsweise noch nicht wirklich stattgefunden hat, wenn man von einer wirklich flächigen Verbreitung ausgehen müssen, mindestens in den Mittelgebirgen. Sie geht ganz gerne so ein Stückchen den Berg hoch, muss sie nicht. Sie kann auch im flachen Land eben entsprechend leben, aber ein bisschen den Berg hoch macht sie ganz gerne. Es wird langsam kühl, die muss, glaube ich, nachher gleich ein bisschen rumlaufen. Aber das Thema Wild, ne, Knusper, Knusper, wird mit Sicherheit noch eine große Rolle gespielt haben. Und die überhöhten Wilddichten, die wir spätestens seit dem Mittelalter haben, also gerade seit der Zeit, wo sie radikal ausgemerzt wurde, ist gleichzeitig die Zeit angebrochen, in der es deutlich mehr Wild gab, weil die Menschen weniger auf die Jagd angewiesen waren, weil sie gleichzeitig Raubtieren nachgestellt haben. Also es ist so eine Mischung, die zeitlich gut zusammenfällt. Ausrottung Wolf, Luchs, Bär, ansteigende Population Reh und Rotwild, gleichzeitig Abhacken sämtlicher Eiben. Und das ist eine Kombination, die ganz ungesund ist. So, hier sitzen wir jetzt in einem Eibenwäldchen. Ja? Das bedeutet, irgendwas muss man hier getan haben, dass die Eiben hier hochgekommen sind, weil normalerweise werden die eigentlich ganz gerne gesnackt. Und das kann ich mir nur so erklären, dass man hier erstmal für die jungen Bäume auf jeden Fall mit Einzelschutz gearbeitet haben wird. Die stehen auch verdächtig regelmäßig. Ja, es könnte Zufall sein, aber das ist auf keinen Fall ein naturverjüngung Eibenbestand, weil dann müsste ja irgendwo irgendeine alte Eibe zu finden sein und die gibt es halt leider auch nicht. Also können die nur gepflanzt, was heißt leider, also das ist ein tolles Projekt hier, das ist super, alles tipptopp, ja. Ich meckere mal wieder auf extremst hohem Niveau, aber mit Einzelschutz. Vielleicht war hier auch mal ein Zaun drum, mit ziemlicher Sicherheit wird man sich nicht die Mühe gemacht haben. Vor allen Dingen auch die dann halbalten Bäume, also was heißt halbalt, die Teenagerbäume, wird man auch schon wahrscheinlich versucht haben zu schützen. Und irgendwann passt natürlich eine Gummihülle nicht mehr drum und dann brauchst du quasi einen Zaun. Und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass es den hier auch mal gegeben hat. Im jetzigen Stadium, wie sie sich jetzt befinden, sind sie auch gar nicht mehr sonderlich attraktiv fürs Wild. Beziehungsweise es gibt genug Grün dazwischen. Wie ihr seht, es ist ein recht lichter Wald. Das muss er auch sein, damit eben die Eibe genügend Licht abbekommt. Und eigentlich ein Eibenwald nach Lehrbuch, weil was steht über uns? Die Eiche! Ja, hier also diese hohen Dinger, das ist alles hoppala. Da habe ich meine Kamera nicht richtig festgeschraubt. Jetzt. Also die hohen Dinger, alles Eiche, ne? Und das ist halt eben auch kein Zufall, sondern ideal. Alles ganz, ganz toll gemacht. So. Das wollte ich noch erzählen. Ihr seht, es gibt keinen nennenswerten roten Faden. Ich habe halt diesen Wald gefunden und fand den so toll, dass ich jetzt mal was zur Eibe erzählen wollte. Giftigkeit nochmal zu dem Thema. Das ist immer recht beliebt, was ich auch gerne auf Führungen erzähle. Wie giftig ist die Eibe denn? Es kommt drauf an, wen man fragt. In einzelnen Survival-Büchern habe ich gelesen, ab 30 Nadeln tödlich. In meinem letzten forstwissenschaftlichen Buch, was ich gelesen habe, das aber auch nicht mehr sonderlich aktuell ist, muss man sagen, habe ich gelesen zwischen 50 und 100 Nadeln tödlich. Und wieder woanders gab es Gramm-Angaben, auch zur grünen Pflanzenmasse. Da sind wir uns dann auch wieder im Bereich von 30 bis 100 Gramm bewegend. Und dann kann man übrigens noch interessante Angaben zu verschiedenen Tierarten, was man mal ausprobiert hat, das ist schon etwas diabolisch, aber anders kann man das nicht wissen, als es ausprobiert zu haben, aus früher Frühzeit, wo das wirklich wohl scheinbar noch legitim gewesen ist. Da hat man mal getestet, welches Tier geht wann ein, wenn man ihm wie viel Eibe gibt, und da kann man dann irgendwie auf irgendwas zwischen 1 und 2, bei den Tieren, denen es überhaupt was ausmacht, 1 und 2 Gramm Eibennadel pro Kilo Tier. Ja? Soll heißen, ein 800 Kilo Pferd kann dann 800 Gramm, 1,2 Gramm, glaube ich, waren es. Also
ziemlich genau 100 Gramm, nee, ein Kilo Eibennadeln vertilgen, bevor es kaputt ist. Allerdings, wenn das wirklich ordentlich in der Eibe frisst, hat es ein Kilo schnell zusammen und bevor das Kilo erreicht ist, wird es auch schon Aua haben. Und je nachdem, wie gut das Vieh dann dran ist, ne, ja, und das muss ja nicht unbedingt ein 800 Kilo Pferd sein. Aber irgendwie sowas um den Dreh. Deswegen auch gerade bei Reiterinnen wird meines Wissens immer großen Wert drauf gelegt. Also theoretisch auch bei Reitern, aber die gibt es ja quasi fast nicht. Wird großen Wert drauf gelegt, dass halt eben möglichst dass, die Reiterin erkennen sollte, dass das Pferd auf keinen Fall Eibe essen darf. Zumindest früher war das noch wichtiger, heutzutage sind sie wieder so selten. Also nicht an der Friedhofshecke knabbern lassen und nicht in diesem speziellen Wald, wo hier gerade übrigens gefühlte 17 Pferde vorbeigekommen sind, seit ich hier hocke. Verdächtig. Ja, Giftigkeit bedeutet übrigens alles an dem Ding giftig. Ja, das gilt auch für das hervorragende Holz, mit dem man sich ja alle möglichen schönen Dinge herstellen könnte. Ich hatte überlegt, vielleicht finde ich ja hier irgendwo so einen halb abgestorbenen Ast oder liegt tatsächlich einer, um mir einen kleinen Eibenlöffel zu schnitzen. Der wäre jetzt zu dünn da hinten, aber dann habe ich nochmal überlegt und nein, ich glaube, ich will keinen Eibenlöffel. Also abgesehen davon, dass es ein hervorragendes Schnitzholz ist, ja, und man es wunderbar bearbeiten kann. Es ist ein bisschen hart, dafür aber auch wirklich hervorragend in jede beliebige Form bringbar, ist ein beliebtes Objekt für Kunstobjekte, für Drechslereien und auch Schnitzereien. Das Dumme ist nur, selbst der Holzstaub ist schon giftig. Wenn man also an einem Eibenprodukt rumschleift und trägt keine entsprechend wirklich dichte, jetzt auch noch gar stadtnaher Wald, schlimm. Eibe haben sie, aber Lärm auch. Ja, und trägt keine wirklich, wirklich dichte Gesichtsmaske, dann kann es einem passieren, dass man relativ schnell beim Schleifen feststellt, mir wird schlecht, ich krieg Schwindel, ich habe Kopfweh. Und das ist tatsächlich keine Allergie, sondern hängt eben mit den Giftstoffen der Eibe zusammen, die auch im Holz drin sind. Ja? Also kann schon wirklich heftig sein. Dementsprechend wäre das Holz auch nicht so sonderlich gut geeignet für etwas, was man regelmäßig in den Mund steckt. Besser sein lassen. Ne? Das Ding hat übrigens, das ist auch nochmal ganz interessant, aber das wissen die meisten von euch sowieso, rote Beeren. Das sind keine Beeren, weil es ist ein Nadelbaum. Ein Nadelbaum hat per Definition keine Beeren, sondern allenfalls Samen. Er ist nämlich ein Nacktsamer, Gymnosperme, ne, das sind ja die Nadelbäume. Und dadurch, dass die Nacktsamer sind, haben deren Samen grundsätzlich keine Umhüllung. Wie bei das bei den Bedecktsamen, den Angiospermen, der Fall ist, das sind nämlich die Laubbäume. Ja, die haben immer noch irgendwas um ihren Samen drumherum. Jetzt hat die Eibe aber trotzdem was um ihren Samen drumherum und die ganzen anderen Nadelbäume haben ihre Samen ja auch im Zapfen drin, also die verstecken die schon. Aber die sitzen da nur locker drin, ja, die sind nicht als Samen selber nochmal in irgendwas verpackt. Außer bei der Eibe. Aber auch da haben wir diese kleine Besonderheit, dass der rote Samenmantel, der Aurillus, der um den Eibensamen drumherum wächst, irgendwo habe ich bestimmt Bilder, kann ich euch zeigen, sich nicht ganz schließt. Ja, der bleibt vorne offen und man hat einen Blick auf den Samen. Das bedeutet, das ist wieder keine Beere, weil der Samen nicht bedeckt ist, jedenfalls nicht vollständig. Es ist unter den Nadelgehölzen, den Einheimischen, ohnehin was sehr Seltenes, dass die Beeren in Anführungszeichen haben. Das kann der Wacholder, der hat fleischige Zapfen, also Zapfen mit einer Hülle, die eine gewisse Weichheit, Fleischigkeit, Attraktion für Tiere darstellen soll. Und die zweite Art ist halt eben hier unsere Eibe, bei der Aurillus angeblich sogar ganz gut schmecken soll. Es ist recht viel Zucker drin, das ist ein ziemlich klebriges Zeug. Man kann auch irgendwelche Dinge damit kleben, man kann es Mädchen in die Haare schmeißen, dann freuen sie sich.
Nein, natürlich. Natürlich weiß ich das nur, dass man das theoretisch tun könnte, selbstverständlich. Ja, jedenfalls, dieser Aurelus ist theoretisch essbar. Und jetzt gibt es von verschiedenen Survival-Fuzzis, Entschuldigung, nicht böse gemeint, den Hinweis eben, dass dieser Aurelus essbar ist. So, und dafür soll man den kompletten Aurelus inklusive dem Samen in den Mund nehmen, den Aurelus ablutschen und den Samen wieder ausspucken. Leider habe ich noch niemanden gefunden, der mal für mich aus wissenschaftlicher Neugier ausprobiert, was passiert, wenn man ein paar von diesen Samen verschluckt. Ich bin mir nämlich nicht sicher, in Anbetracht dessen, dass zum Beispiel auch Füchse, Dachse und Marderartige verschiedener Art auch mal hin und wieder so ein paar Eibenaurillen futtern und die bestimmt nicht den Kern ausspucken, ja? Dass der da einmal durch den Magen geht und auf der anderen Seite wieder rauskommt. Und normalerweise ist es so, dass so ein Karnivorenmagen, insbesondere bei einem omnivor lebenden Karnivoren, also sprich einem Allesfresser wie einem Dachs oder einem Fuchs, der eigentlich ein Raubtier ist, der Magen dem unseren sehr stark ähnelt, so von dem Grundsystem. Ja? Also ein Fuchs hat normalerweise keine signifikant krassere Magensäure, als wir das haben, beziehungsweise wir haben keine krassere als ein Fuchs. Theoretisch. Wie gesagt, ich habe noch niemanden gefunden, der gewillt ist, das mal auszuprobieren. Das bedeutet eigentlich, da gibt es einfach kein Material zu, sollte man, wenn man ein paar Eibenkerne verschluckt, diese in relativ kurzer Zeit am anderen Ende wieder zum Vorschein kommen lassen. Weil es ist ja auch durchaus im Sinne der Eibe, dass die Kerne einen Verdauungsapparat relativ unbeschadet überstehen, ohne denjenigen, der sie gefressen hat, gleich umzubringen, weil da hat die Eibe ja nichts von, weil die möchte ja gerne irgendwo hingelegt werden. Und das passiert halt nicht, wenn der Futterer gleich tot ist. Und gerade deswegen ist ja auch der Aurelus um den Samenmantel drum, damit die Dinger ja gegessen werden. Übrigens blöd, die Eibe ist unglaublich anspruchsvoll, was die Keimung ihrer Samen angeht. Die müssen noch 2 bis 3 Jahre irgendwie reifen, bevor die überhaupt keimfähig sind. Dann ist es so, dass der Hauptteil der Tiere, die Eibensamen futtern, überhaupt nicht zur Verbreitung beiträgt, nämlich der Kleiber und der Kernbeißer. Die mögen besonders gerne Eibensamen. Und was machen die? Ja, die beißen sie kaputt und mampfen sie in Teilen. Da keimt nichts mehr. Also das heißt, lediglich die anderen, die sich hin und wieder mal sowas holen, hinterlassen überhaupt ein Häufchen mit einem potenziell keimfähigen Samen, der dann nochmal 3 Jahre irgendwo rumliegen muss. Dann braucht er noch immerse, gigantische Mengen an Licht, die an dieser Stelle ankommen. Das heißt, gigantische Mengen, vergleichsweise hohe halt. Braucht ein Waldklima, das heißt, wenn der Vogel irgendwo hinfliegt, wo es gar keinen Wald gibt und da was fallen lässt, dann hat er auch schon wieder Pech gehabt, wenn er in einem zu dichten Wald fallen gelassen wird, hat er Pech gehabt und selbst wenn er keimt, kommt das Reh und knabbert es ab und dann ist er wieder weg. Das heißt, das ist eine ziemlich miese Strategie. Ja? Aber ist auch wiederum kein Wunder, wenn wir uns angucken, wie generell langsam alles bei einer Eibe abläuft. Zu den Samen und den Aurillen noch ein, gibt es so gerüchteweise Gruppen von Leuten, wohl auch scheinbar irgendeine Sekte von Waldspinnern, die also irgendwelche spirituelle was auch immer im Wald gesucht haben. Je nach Geschichte. Manchmal ist es auch eine Bande Rocker, die mit der Harley blum, 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 am Wald vorbeigefahren sind und beschlossen hat, wir machen Pause und sich da hingelegt haben und ganz viele Flaschen Bier gekippt und dann so unter der Eibe eingeschlafen. Und dann sollen ihnen wohl ein paar Eiben, Extrakte oder was auch immer in den Mund gefallen sein, Nadeln, Samen, was auch immer, Holz. Und das haben sie wohl alles geschluckt und sind dann gestorben. So Gerüchte zufolge. Ja, je nachdem wie baumesoterisch man drauf ist, ich habe da jetzt leider inzwischen ein paar negative Erfahrungen machen müssen, dass es solche Leute gibt, geht man auch davon aus, dass es im Eibenwald Ausdunstungen gibt, die den Aufenthalt im Eibenwald in irgendeiner Form schon gefährlich machen. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, bekomme ich so leichte Kopfschmerzen. Und fühle mich irgendwie ein bisschen unwohl. Wenn das mein letztes Video war, wisst ihr wieso, weil ich im Eibenwald gesessen bin. Ja, also ich denke, nee.
die Pseudoalkaloide, die das Taxin darstellen, sind normalerweise nicht gasförmig in irgendeiner Form als Aerosol in einer solchen Konzentration unterwegs, dass sie in irgendeiner Form für unser Eins eine Gefahr darstellen sollten. Aber die Geschichtchen, die es dazu gibt, sind schön und machen Freude. Ja, sollen wir mal noch ein bisschen Bestimmung machen? Habe ich ja eigentlich schon ganz oft gemacht. Ach, ich gehe mal hinter den Baum, dann überlege ich es mir. Na gut, ich habe beschlossen, wir machen ein wenig Bestimmung. So, und hier können wir es auch schon wunderbar sehen. Wir haben hier also die Eibennadeln zu beachten, bitte hier genau in der Bildmitte, die gescheitelt am Zweig stehen. Und zwar hier ist es ein bisschen ein älterer Trieb, der ist schon ein paar Jährchen alt. Durchschnittlich bleiben die Dinger übrigens 6 Jahre am Baum, die Nadeln. Also das heißt, das geht ein Weilchen, bis sie abfallen. Und hier bei so einem Trieb, ich glaube, der ist 4. Generation, das heißt, der müsste 4 Jahre alt sein, können wir wunderbar sehen, dass die Nadelschuppe, auf der die Nadel sitzt, noch grün ist. Also wirklich in der Bildmitte. Ja? Wir haben da eine Nadel, die geht mit einem kleinen Stielchen zum Zweig über und sitzt dann am Ende einer Schuppe, die noch grün ist. Ja, das sieht man auch weiter hinten. Hier sieht man das überall. Das ist das meiner Meinung nach charakteristischste Bestimmungsmerkmal für Eibe überhaupt. Habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber hier sieht man es, glaube ich, so gut wie noch nie. Wenn wir uns jetzt den jüngeren Teil vom Zweig angucken, da sind besagte Schuppen zwar immer noch vorhanden, aber das Problem ist, dass der Zweig selber ja auch grün ist und damit die Schuppen nicht mehr so schön sichtbar. Also man muss schon wissen, dass sie da sind, man muss wissen, wonach man sucht, um eben diese Schuppen zu finden. Aber hier habt ihr sie jetzt wirklich mal gut gesehen. Die gibt es bei jeder Eibennadel hinten dran eine solche Schuppe. Und mal mehr, mal weniger deutlich zu erkennen. Man kann sie fühlen, man kann sie dann mit bloßem Auge, wenn man halbwegs gute Augen hat, auch wunderbar erkennen. So, das als wesentliches Merkmal erstmal merken, das hat nur die Eibe. Ja? Also wenn ihr euch das merkt, dann könnt ihr immer sicher sein, dass sie es mit einer Eibe zu tun hat. Ansonsten deutlicher Farbunterschied, Nadelunterseite, Nadeloberseite, recht sattes Grün, oberseits recht helles, recht helles Material auf der Nadelunterseite. Die Nadeln weisen auch Stomata-Streifen auf. Ja, ihr seht in der Mitte der Nadel einen dunkelgrünen Streifen, sage ich jetzt mal. Am Rand der Nadel ist auch nochmal ein kleiner dunkelgrüner Streifen. Und diese heller grünliche Färbung auf der Nadelunterseite entsteht eben durch Wachs, was da in 2 sehr, sehr breiten Streifen, deswegen eben am Rand nichts und in der Mitte, auf der Mittelrippe der Nadel auch nichts. Da ist kein solches Wachs, aber dieses weißliche, hellere, das ist Cuticularwachs, beziehungsweise Stomata-Wachs eigentlich. Entschuldigung, Cuticular, das ist die andere Seite. Böser Ben, dummer Ben. Ja, jedenfalls, dieses Wachs sorgt dafür, dass nicht allzu schnell Wasser verloren geht durch die Nadelunterseite, die ja Löcher hat, damit überhaupt ein Gasaustausch innerhalb der Nadel stattfinden kann und damit das nicht allzu schnell geht. Dafür ist das Wachs da. Fast jeder Nadelbaum hat auf der Nadelunterseite, also bei den heimischen zumindest, irgendwelche solche Wachse. Das ist also deshalb ein schwieriges Bestimmungsmerkmal. Auch die Struktur der Nadeln, so gescheitelt vom Zweig abstehen, das erinnert sehr an Tanne. Die Nadeln sind auch nicht stechend. Das heißt, das könnte auch wieder Tanne sein, ja, weil die Fichte sticht ja, die hat, also man kann eine Eibe nicht mit einer Fichte verwechseln, weil wenn du in der Eibe in die Fichte herzhaft reinlangst in so einen Zweig, dann tust du dir weh und bei der Eibe passiert das halt eben nicht. Deswegen vielleicht noch am ehesten Verwechslungsgefahr mit der Tanne, auch aufgrund eben des Habitus als so ein kleiner Baumunterstand. Das macht die Tanne eben auch und deswegen ist da eine Verwechslungsgefahr
für den Laien sicherlich gegeben. Und wenn man jetzt noch weiß, dass man mit Tanne sehr wohl einen leckeren Tannennadeltee machen kann und das mit der Eibe weniger lecker ist, dann ist, glaube ich, die Information, wie bestimme ich eine Eibe korrekt, gar nicht mal so falsch. Ja, außerdem müssen wir uns noch das Stämmchen angucken. Hier drin ist es zu sehen, solange es noch einstämmig ist, das ist hier bei diesen noch recht jungen Exemplaren noch der Fall, hat es unglaublich viele Äste. Das heißt, man kann sich dem Stamm eigentlich fast nicht nähern, weil die Eibe ja darauf ausgelegt ist, jedes bisschen Licht hier unten am Waldboden mitzunehmen und wächst deshalb einfach unendlich dicht. Auch das ist ein Bestimmungsmerkmal, ja? Eine Fichte in dieser Größe würde am Boden langsam vielleicht schon anfangen, einzelne Nadeln zu verlieren. Sie hätte im Inneren von diesem Haufen schon ganz viele kahle Äste, außen noch frische Nadeln, innen schon alles kahl. Hier bei unserer Eibe innen noch nicht alles kahl. Das ist also wirklich ganz bemerkenswert, mit wie wenig Licht so eine Eibe auskommt. Ja, das ist übrigens mein Fahrrad, also hier hat keiner sein Fahrrad verloren. Und ja, das sind so wirklich die Besonderheiten, die man nur und ausschließlich bei der Eibe findet. Zug! Ah! Ja, aber seht ihr, hier können wir schön reingucken. Also, dass das keinen kerzengeraden Stamm geben kann. Mit diesen Ästen, mit diesen teilweise sehr dicken Seitenästen, die da abzweigen und allem Pipapo, das ist absolut klar. Ich habe jetzt kein älteres Exemplar da, dann hat sie auch eine sehr charakteristische, so ein bisschen platanenartige Borke, eine feinere platanenartige Borke. Diese sehr jungen Exemplare, die haben fast schon noch einen Bast, also noch keine großartige Schuppenausprägung bei der Borke. Ich komme nicht näher ran, um den Baum jetzt eventuell zu schädigen, und die stehen alle unter Naturschutz und deswegen werde ich das schön sein lassen. So, aus aktuellem Anlass, ich mache ja zurzeit auch meine Zukunftsbaumreihe, wo ich mir immer versuche, Bäumchen zu suchen, die aus irgendwelchen Gründen besonders gut angepasst sind an den Klimawandel. Was ist denn mit der Eibe? Immerhin wäre sie eine gute Möglichkeit, wenn man sonst mit Lichtbaumarten arbeitet, weil viele Lichtbaumarten aufgrund der Tatsache, dass sie viel Licht vertragen, viel Licht wollen, dann logischerweise auch darauf angepasst sind, dass sie sehr, sehr, sehr viel Licht abbekommen, ergo auch sehr warm wird, sind eigentlich im Regelfall Lichtbaumarten besser angepasst an hohe Temperaturen und an Dürre, als das bei Schattbaumarten der Fall ist. Aber unter den Lichtbaumarten kann jeweils die Eibe noch stehen. Das heißt, Platz wäre vorhanden. Könnte man jetzt der Eibe also eine enorme Zukunftsfähigkeit zusprechen? Nein, leider nicht, weil, wie eingangs schon erwähnt, handelt es sich bei der Eibe um eine ausgesprochen atlantisch, ja nicht ausgesprochen, aber doch mit deutlicher atlantischer Prägung eine Baumart. Und das bedeutet, sie braucht Wasser. Sie geht aufgrund ihrer Eigenschaft, recht anspruchslos vom Boden her zu sein, teilweise auch auf Klippen, teilweise auch in Felsspalten und Ähnlichem. Auch am Hang direkt kann man sie finden, aber auch da braucht sie wieder Wasser. Das heißt, das muss ein Hang sein, der Wasser führt, wo regelmäßig das Wasser durchzieht, damit sie eine gute Wasserversorgung hat. Auf Trockenheit reagiert sie empfindlich, und das habe ich ja auch schon erzählt, hat man auch gesehen bei den Parkeiben, bei den Friedhofseiben, bei den sonstigen Eiben, die auch in der Stadt rumstehen. Alles nicht so wirklich gut. Positiv übrigens bei Eiben, die man in die Stadt stellt, oder wer sich zum Beispiel selber eine Eibenhecke zulegen möchte oder ähnliches, die sind sehr resistent gegen Schadstoffe von Autos, schlicht und ergreifend. Ja? Also direkt an der Straße für die Eibe überhaupt kein Problem. Für zum Beispiel eine Buche ist das gar nicht gut. Ne? Aber das würde sie dann durchaus auch noch mitmachen. Ja. Die sind übrigens getrennt geschlechtlich, das heißt, du hast entweder einen männlichen Baum oder einen weiblichen Baum. Das heißt, wenn der eine Baum Beeren hat und der nebendran hat keine, dann liegt das nicht daran, dass der eine älter ist als der andere oder der eine fruktifiziert und der andere nicht, sondern es sind einfach ein Weiblein und ein Männlein. Was es aber auch gibt, wahrscheinlich im Lauf der Zeit, dadurch, dass sie so selten geworden sind, einzelne Eiben, die beide Geschlechter auf einer Pflanze vereinen. Also das gibt es jetzt inzwischen auch, zwittrige Exemplare. Das ist interessant, ne? Weil wenn du halt ums Verrecken nebendran nirgendwo eben einen Kollegen findest, also oder es stehen halt irgendwo nur 5 weibliche Bäume rum und es gibt ums Verrecken nirgendwo die männliche Variante, dann soll das wohl schon vorgekommen sein, dass deren Nachwuchs
das geht ja gar nicht. Die können ja gar keinen Nachwuchs haben. Aber irgendwie muss es geklappt haben, dass dann aus so einer Situation heraus plötzlich die männliche Blüte noch irgendwie dazugekommen ist. Die Anlage für das männliche Geschlecht ist ja durchaus auch in der DNA der weiblichen Bäume irgendwo vorhanden. Wir waren ja alles irgendwann mal Frauen. Das ist bei Bäumen genauso wie bei Homo sapiens, dass da irgendwas schief gehen muss, damit sich quasi ein Männlein entwickelt. Und deswegen kann es sein, dass das vielleicht tatsächlich nachträglich noch irgendwie aufgekommen ist oder sonst wie. Wäre auch ein sehr spannendes Forschungsgebiet, für das allerdings kein Mensch Geld ausgeben möchte, weil damit kann man nichts verdienen. Das ist reine Grundlagenforschung. Das ist, abgesehen davon, dass es spannend ist, völlig sinnlos, ja, und nutzlos. Aber spannend ist es trotzdem. Ja, ich bin, glaube ich, an dem Punkt angelangt, wo mir nichts allzu Elementares mehr einfällt, was ich hier zu den Eiben erzählen kann. Nehmt bitte nochmal das Waldbild mit. Prägt es euch ein, wie es hier aussieht. Das ist extrem selten. Ganz, ganz was Besonderes, und bei nächster Gelegenheit, wenn ich hier den zuständigen Förster sehe, gebe ich ihm Lob und Anerkennung. Ich kenne ihn nämlich nicht, aber vielleicht, wer weiß, läuft einem ja mal irgendwann über den Weg. Also in diesem Wald, keine Ahnung, wer hier zuständig ist, aber ja. Ist, glaube ich, die gleiche Forstverwaltung, die darauf hinweist, dass man doch bitte im Winterhalbjahr bloß nicht von den Wegen runtergehen soll, um die Tiere nicht zu stören. Das ist allerdings nur eine Empfehlung. Das ist jetzt nicht gleich rechtsverbindlich, weil eigentlich gibt es diese Wegepflicht ja nicht. Damit habe ich immer so ein bisschen ein Problem, mit diesem Versuch, eine Wegepflicht im Winterhalbjahr einzuführen hier in diesem Walde. Aber streng genommen sollte man auch nicht unbedingt in diesem Eibenbestand rumlatschen. Deswegen, guckt mal, da hinten ist auch schon gleich direkt der Weg. Also ich mache hier wirklich überhaupt nichts kaputt, dadurch, dass ich hier drin rumlaufe. Aber streng genommen sollte man hier wirklich nicht rein. Ja. Die steht unter Naturschutz. Aber ja, wo kein Kläger, da hoffentlich kein Richter, weil, so ehrlich muss ich sein, korrekt ist das nicht, was ich jetzt mache. Also streng genommen wirklich nicht korrekt. So, aber bis zu diesem Punkt hat sowieso keiner mehr zugehört, und deswegen bin ich hoffentlich safe und wünsche, ich verrate auch nicht, wo ich genau bin, ne? Ja gut, wenn es der zuständige Förster sieht, der erkennt seinen Eibenbestand mit Sicherheit. Ja, das ist zu charakteristisch, aber egal. Jedenfalls, ich wünsche noch nicht frohe Weihnachten, weil ich muss noch ein Weihnachtsspecial drehen, aber tschüss.